So, ich habe jetzt den Best Player vom EHC Olten, den Brian Inacek, bei mir, weil wir heute Abend wieder gegen einen Gegner aus dem italienischen Sprachraum gespielt haben. Ich mache ein Interview mit ihm, er redet auch sehr gut Italienisch. Brian, una vittoria sofferta, ma quanto era importante per il morale, soprattutto per i playoffs? Ma ogni partita è importante, che vinci è ottimo. Per noi non è importante come vinciamo, ma solo base vinciamo. Ok, Adam, Brian gefragt, wie wichtig als der Sieg heute Abend war. Es war ein harter Sieg und er hat gesagt, eben, es ist wichtig, dass man jeden Match gewinnt, dass man alles gibt. Und ja, egal wie man gewinnt, auch wenn es ein dreckiger Sieg ist, aber das Wichtigste, dass man heute Abend hat gewinnen können. Adesso, stasera hai fatto due gol, sei un paio di mesi che sei qua a Olten. Abbiamo visto, c'hai il migliore Brian o c'è ancora di potenziale? C'è sempre di più. Sempre di più. Ja, der Brian noch gefragt, jetzt oben, zweifacher Torschütz, ob wir schon das Beste von ihm gesehen haben. Und er hat gesagt, man kann immer noch mehr geben, also hat man noch nicht alles gesehen von ihm. Adesso nel momento ci sono i giochi olimpici in Corea e là il motto è esserci è il più importante. Per l'Olten, per i playoffs, è anche questo il moto o dove si può arrivare? Ma noi siamo qui e facciamo tutto per vincere il scudetto. E abbiamo un po' di tempo prima dei playoff e facciamo tutto possibile per farlo. Ja, der Brian hat gefragt, im Moment sind die Olympischen Spiele in Korea und dort ist das Motto «Dabei sein ist alles». Ich habe gefragt, ob das auch für Olten zählt, für Playoffs, und er hat gesagt, nein, wir wollen ganz klar den Meistertitel holen, sie haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber eben, sie wollen alles Mögliche versuchen. Brian Inacek, dann grazie in bocca al lupo per i Playoffs. Grazie mille.